Meine sexuelle Identität hat meine Entscheidung beeinflusst, ob ich auf dem Land leben bleiben möchte oder nicht. Ich würde definitiv sagen, ja. Ich aber nicht geoutet war, aber als solches, als Schwuchtel, als schwul dargestellt wurde und bloßgestellt wurde und oft sehr beschimpft wurde. Ich bin damals unter Tränen nach Hause gefahren. Kann man im Dorf genauso offen mit der eigenen sexuellen Identität umgehen wie in der Stadt? Ich glaube ja, nö. Denn für mich war es da, wo ich aufgewachsen bin, nicht möglich, überhaupt mein inneres Outing zu durchleben, geschweige denn, sich an der ganzen Schule zu outen. Da macht aber natürlich jede Person unterschiedliche Erfahrungen. Und welche genau, das erzählen mir jetzt folgende GästInnen. Hallo, ich bin Nina, ich bin queer und ich bin in einem kleinen bayerischen Dorf aufgewachsen, das so 200 EinwohnerInnen hat, wohne aber mittlerweile seit fast 10 Jahren in Berlin. Hi. Ich bin Luca, ich identifiziere mich als queer und komme aus der Nähe von Tübingen, aus einem kleinen Dorf. Bin dann nach Hamburg in die Großstadt gezogen und mittlerweile lebe ich in Bremerhaven. Hi, ich bin Lea, ich bin trans und ich wohne auf dem Dorf, auch schon seitdem ich kleines Kind bin. Ich bin hier geboren, ich bin hier aufgewachsen und ich wohne hier immer noch, weil ich mich nach wie vor noch sehr wohl fühle. Ich habe hier eine Klorolle mit Fragen und ich soll beantworten, ob das jetzt auf mich zutrifft oder nicht. Und ich lese jetzt einfach mal vor. Mal gucken, ob ich die Fragen auch gut beantworten kann. Ich habe das Gefühl, auf dem Dorf mit meiner sexuellen Identität alleine zu sein. Ich hatte damals auf jeden Fall das Gefühl, mit meiner sexuellen Identität alleine zu sein. Das war schon so. Ich kenne zwar jemanden hier auf dem Dorf, der ist auch trans, aber ich meine, er ist weggezogen. Zumindest habe ich ihn schon lange nicht mehr hier gesehen. Meine sexuelle Identität hat meine Entscheidung beeinflusst, ob ich auf dem Land leben bleiben möchte oder nicht. Definitiv. Ich würde definitiv sagen, ja. Tatsächlich habe ich da schon drüber nachgedacht, dass sobald ich mich oute, vielleicht lieber wegziehen sollte, aber das habe ich halt nicht gemacht, weil ich mich hier tatsächlich sehr, ja, sehr wohl fühle einfach. Und man hat ja irgendwie auch so seine ganzen Freunde hier, seine Verwandtschaft wohnt hier. Auf dem Land haben queere Personen mehr Anfeindungen zu befürchten als in der Stadt. Ich glaube, ich würde das nicht so pauschal sagen, denn es gibt auch immer wieder in Berlin Berichte von transfeindlichen Übergriffen auf Menschen und Übergriffen auf auch lesbische oder schwule Menschen. Ich kann mir vorstellen, dass es im Schwabenland, wo ich herkomme, schon der Fall ist, dass man mit mehr Anfeindungen rechnen kann. Hier in der Nähe ist eine etwas kleinere Stadt, wo quasi auch jeder jeden kennt, wie auf dem Dorf. Da werde ich aber tatsächlich viel häufiger angeschaut und tatsächlich auch angesprochen, auch angefeindet. Als wenn ich jetzt in einer größeren Stadt unterwegs bin. Auf dem Land gibt es auch immer Menschen, die queere Personen akzeptieren und supporten. Ja, auf jeden Fall. Also das habe ich ja auch bei meinen Freunden gemerkt. Die supporten mich alle und für die ist es mittlerweile kein Problem mehr, mich Lea zu nennen oder das richtige Pronomen zu verwenden. Da, wo ich herkomme, gab es in der nächsten Stadt queere Communities, queere Treffs. Ich glaube, es ist nur schwieriger als queerer Teenie zum Beispiel oder junger Erwachsener diesen Schritt zu gehen auf dem Land, sich dort irgendwie Hilfe zu suchen oder ja, andere Gleichgesinnte. Und das war so in der 7. Klasse. Wir hatten dort eine sehr strenge evangelische Religionslehrerin. In einer Stunde kam es eben halt das Gespräch auf Homosexualität. Und diese Lehrerin war halt eben total der Überzeugung, dass Homosexualität eine Sünde ist und es auch so in der Bibel geschrieben steht und wir das halt so zu akzeptieren haben. Ich bin das erste Mal mit Queersein in Berührung gekommen, als sich tatsächlich mein Freund damals geoutet hat. Ich kannte das so noch gar nicht. Ich habe ihn sehr bewundert, dass er sich diesen Schritt getraut hat. Ja, da hieß es halt irgendwie oft auch so in beleidigender Form, irgendwie so, du bist schwul oder keine Ahnung, wie kann man nur schwul sein, wie kann man nur so leben und so. Und das sind natürlich alles Faktoren, wo man sich dann so denkt, so, wenn das jetzt bei mir so wäre, würden die mich dann noch akzeptieren oder nicht? Würde ich dann gemobbt werden? Also ich habe das so erlebt, dass ich durch mein Verhalten als Kind und Teenager, ein junger Teenager, der eigentlich an sich sehr frei gelebt hat und sich sehr zum Teil extrovertiert verhalten hat in der Schule, dass das gelesen wurde von meinen MitschülerInnen als
schwules Verhalten, ich aber nicht geoutet war, aber als solches, als Schwuchtel, als schwul dargestellt wurde und bloßgestellt wurde und oft sehr beschimpft wurde. Als ich noch in der Heimat gelebt habe, war mein Outing-Prozess eher so, dass ich bei meinen engsten Freunden irgendwann so angedeutet habe, okay, ich glaube, ich mag auch Männer und ich glaube, ich bin bi. Ich glaube, ich wusste schon relativ lange, deep down in mir, dass ich eigentlich queer bin und dass ich schon eher auf, jetzt nicht auf Cis-Männer stehe, so sage ich das jetzt mal. Und dann bin ich nach Hamburg gezogen und irgendwann ist mir meine beste Freundin nachgezogen und wir lebten zusammen in Hamburg und in einer umtrunkenen Nacht hat sie mich dann irgendwann auf den Pott gesetzt und meinte, ey Luca, jetzt mal Butter bei die Fische, du bist doch nicht bi, du bist doch schwul. Und dann meinte ich, well, ja. Das war nicht so, wie ich das geplant hatte. Also zumindest bei meiner Mutter nicht. Ich bin damals unter Tränen nach Hause gefahren. Ich wollte es ihr eigentlich gar nicht sagen, aber sie hat dann gefragt, was los ist. Und dann habe ich mir einen Ruck gegeben und gesagt, so ja, so und so ist es. Ich bin eine Frau, ich fühle mich als Frau. Ja, natürlich war sie dann ein bisschen schockiert erstmal. Aber sie hat halt auch gesagt, dass sie einfach nur möchte, dass ich glücklich bin und hat auch direkt gesagt, wenn ich jetzt zu Hause meine Frauenkleidung anziehen möchte, dann kann ich das auch tun, das ist kein Problem. Das war so September, November 2019 rum. Genau, da bin ich dann einfach so in Frauenkleidung rausgegangen, geschminkt und halt auch komplett so im Girl-Mode, sage ich jetzt mal. Ja, und da haben mich die Leute natürlich auch das erste Mal gesehen. Also ein Coming-out von meinen Eltern hatte ich tatsächlich auch erst dieses Jahr. Was auch viel besser gelaufen ist, als ich mir das gedacht hätte. Und im Nachhinein sind das so viele Sachen, die man sich zusammenspinnt. Und oh, sie werden mich ja irgendwie anders behandeln oder irgendwie werden sie mich ja vielleicht doch nicht mehr so lieben und so. Und es waren so viele Ängste. Im Nachhinein, irgendwann habe ich dann so diesen Punkt erreicht, wo ich mir dachte so, ich bin mir relativ sicher, dass sie mich weiterhin lieben werden. Irgendwann habe ich mal mit meiner Mutter drüber gesprochen, als ich mega Liebeskummer hatte, dass es da jemanden gibt. Und dann war das auch okay. Und irgendwann habe ich meinen derzeitigen Freund mitgebracht und gut ist. Ich war in den letzten paar Jahren nicht mehr so häufig auf dem Dorf bei meinen Eltern zu Besuch. Ich kann mich aber halt erinnern, dass ich so vor 3 Jahren oder so, war ich auf jeden Fall in Berlin bei ArbeitskollegInnen und so, war ich halt schon out und habe mir halt irgendwann mal so eine Cappy gekauft, auf der stand In Dog Years I'm Gay. Und ich habe die halt super gerne und super stolz getragen und ich trage die auch immer noch super gerne und super stolz so. Aber ich kann mich halt erinnern, dass ich einmal zu meinen Eltern gefahren bin, das war so vor circa 3 Jahren. Und es war Sommer, ich wollte auf jeden Fall eine Kopfbedeckung einpacken, aber hab dann halt so geguckt und dachte mir so, nee, irgendwie, ich glaube, ich kann das nicht mit so einer Cappy da rumlaufen, die mich praktisch outet. Ich gehe sehr offen damit um. Also ich sehe halt auch keinen Sinn dahinter, mich da jetzt zu verstecken oder so. Eine der häufigsten Reaktionen, wie sie mich denn jetzt nun ansprechen sollen, wie sie mich nennen sollen. Und dann sage ich, ja, also mein Name ist jetzt Lea. Wäre schön, wenn du mich auch so nennst. Und dann auch entsprechend das Pronomen sie benutzt oder ihr, ihrs. Aber ich kann es natürlich auch verstehen, dann, wenn das noch nicht sofort klappt. Das ist natürlich auch eine sehr große Umgewöhnung. Und ich binde das tatsächlich auch öfters mal so in Gespräche ein, weil es vielleicht Situationen in diesen Gesprächen gibt, die mich vielleicht an eine Situation erinnern, die ich jetzt als Transfrau gemacht habe. Und ich habe da halt absolut kein Problem mit, da jetzt irgendwie offen umzugehen. Wenn ich in der Heimat bin, gehe ich eigentlich sehr offen damit um. So. Es ist aber tatsächlich noch so, dass wenn ich Leute von früher treffe, ich schon noch dem Thema aus dem Weg gehe. Wobei ich mittlerweile sagen kann, ist okay. Wie ist es denn bei euch? Seid ihr queer und auf dem Land aufgewachsen? Schreibt uns gerne eure Outing-Geschichten und eure Erfahrungen in die Kommentare. Die Outing-Geschichte von Becky vom Kanal OK findet ihr hier. Klickt da auch sehr gerne mal drauf. Bis dann. Tschüssi.